Ich rufe auf Top 62, den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Bewahrung des Kulturgutes von Spätaussiedlern und Heimatvertriebenen spielt in Hessen eine wichtige Rolle. Drucksache 209661, das ist der Setzpunkt der Fraktion der CDU. Redezeit 10 Minuten. Und ich darf zunächst Herrn Abgeordneten Schad von der CDU-Fraktion das Wort erteilen. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 12 Millionen Deutsche sind nach dem von Nazi-Deutschland entfachten Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben worden. Weit über 1 Million Menschen aus Pommern, aus Schlesien, dem Sudetenland, Ostpreußen und vielen weiteren Gebieten sind zu uns nach Hessen gekommen. Es handelt sich dabei um die größte Bevölkerungsverschiebung in der Geschichte der Menschheit. Ganze Kulturräume wurden durch die Vertreibung unwiederbringlich zerstört. Nicht wenige betroffene Regionen, wie etwa West- und Südböhmen, haben sich durch die Entvölkerung und den kompletten Bevölkerungsaustausch noch heute nicht komplett erholt. Schlimmes Leid ist den Betroffenen widerfahren, und ohne Zweifel ist, dass diese Landsleute in ganz besonderem Maße für den deutschen Angriffskrieg bezahlen mussten. Die enorme Zahl an Menschen, die fast auf einen Schlag nach Hessen in zerstörte Dörfer und Städte gekommen sind, hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung unseres Landes gehabt. Kaum eine Großfamilie, auch hier im Rund, in der nicht auch Heimatvertriebene Bestandteil geworden sind. Gleichzeitig schauen wir in Dankbarkeit auf den Beitrag, den die Heimatvertriebenen zum Wiederaufbau bei uns geleistet haben. Die Heimatvertriebenen sind daher konstitutives Element dieses Landes. An die herausgehobene Bedeutung und das besondere Schicksal dieser Menschen zu erinnern und die Folgen der Vertreibung bis heute deutlich zu machen, dies bleibt ein ganz wichtiges Anliegen von uns Christdemokraten. Und Gleiches gilt in unvermindertem Maße für die vielen Spätaussiedler, die im Laufe der Jahre zu uns gekommen sind. Es handelt sich um eine Gruppe von Menschen, die mit ihrem Können, ihrem Fleiß und ihrer kulturellen Tradition ein Gewinn für unser Land sind. Seit jeher ist es uns wichtig, das Tor nach Deutschland und nach Hessen offen zu halten. Dies ist gerade in den turbulenten Zeiten, in denen wir leben, eine ganz wichtige Aufgabe, der wir engagiert nachkommen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist unbestritten. Die Hessische Landesregierung hat die Anliegen der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler fest im Blick. In dieser Legislaturperiode sind wir beachtliche Schritte gegangen, um die Erinnerung dauerhaft wachzuhalten und die kulturelle Arbeit zu fördern. Hessen hat die Kulturförderung in dieser Legislaturperiode auf insgesamt 900.000 Euro erhöht. Damit stehen wir bundesweit in der Spitzengruppe, und darüber sind wir sehr froh. Denn mit diesem Geld wird wichtige Arbeit geleistet. Eine erhebliche Rolle spielt dabei auch der Umstand, dass die Erlebnisgeneration schwindet. Es gilt, Bestände zu sichern, zu digitalisieren und didaktisch anspruchsvoll zu gestalten. Und wenn man sich die Projekte anschaut, da bin ich immer wieder beeindruckt, was alles bei uns im Land so passiert. Und allen voran, auch der Bund der Vertriebenen in Hessen hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr modernen Verband entwickelt, in Haltung und konkreter Projektarbeit, gerade auch auf dem Feld der Digitalisierung. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Landesvorsitzenden Siegbert Ortmann, den ich vorhin auch schon gesehen habe auf der Besuchertribüne, für seine Arbeit, für die Arbeit des BDV herzlich zu danken. Ich will an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass die Kulturförderung keine Goodwill-Veranstaltung des Landes ist. Im Gegenteil. § 96 des Bundesvertriebenengesetzes verpflichtet Bund und Länder dazu, gesetzlich das Kulturgut zu bewahren. Und das macht Hessen vorbildlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Unterstützung der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, deren Unterstützung ebenfalls kontinuierlich angewachsen ist auf insgesamt 800.000 Euro. Auch hier ist jeder Euro sehr gut investiertes Geld. Auf der Tribüne habe ich hier auch schon Frau Nazarenus-Vetter und Herr Thiessen von dem Vorstand der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gesehen. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Arbeit.
Aber leider ist das alles andere als selbstverständlich. Mit Sorge schauen wir auf die Entwicklung im Bund. Schon sehr zeitig nach Amtsübernahme hat sich die Ampel daran gemacht, den Vertriebenen erhebliche Mittel für ihre Arbeit zu entziehen. Trotz der beklemmenden Aktualität von Flucht und Vertreibung werden die Projektmittel im Millionenmaßstab gekürzt. Schon jetzt werden bundesweit keine neuen Projekte mehr genehmigt. Insgesamt steigt der Kulturetat auf Bundesebene aber deutlich an. Vor diesem Hintergrund ist die Mittelkürzung als Ausdruck auch der Respektlosigkeit gegenüber den 12 Millionen Heimatvertriebenen und ihren Nachkommen in Deutschland zu sehen. Aber es geht noch weiter. Der Bund hat angekündigt, die Grundsätze der Kulturförderung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz überarbeiten zu wollen. Und auch das gab es schon einmal zu Gerhard Schröders Zeiten. Ergebnis war damals eine Mittelkürzung um 50%. Und Kritik der Bundesbeauftragten, einer hessischen Sozialdemokratin von Innenministerin Nancy Faeser, ins Haus geholt, Fehlanzeige. Kolleginnen und Kollegen, diese Form der Interessensvertretung haben sich die Heimatvertriebenen sicherlich nicht gewünscht. Im klaren Kontrast dazu steht die hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf. Seit vielen Jahren setzt sie sich konsequent und mit beeindruckenden Detailkenntnissen für die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler ein. Ihr Einsatz ist in der Fachwelt und darüber hinaus hochgeschätzt und verleiht Hessen eine starke Stimme nach innen und außen. Die Entscheidung, das Amt hauptamtlich zu besetzen, war zweifellos eine gute Entscheidung, um den gestellten Aufgaben angemessen nachzukommen. Für Ihren bärenstarken Einsatz, gerade auch bei der Erhöhung der Fördermittel, möchte ich an dieser Stelle Frau Ziegler-Raschdorf meinen herzlichen Dank aussprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel ist gesprochen und geschrieben worden über die Vertreibung der Deutschen aus den früheren Ostgebieten des Deutschen Reiches. Die wissenschaftliche Aufarbeitung hingegen ist noch lange nicht abgeschlossen. Nicht nur die Frage der Vertreibung an sich, sondern auch die Frage, welche Auswirkungen dies für Hessen hat und hatte, stellt sich nach wie vor. Es ist daher eine schon sehr lange Forderung, die Forschung zu diesem Themenkreis zu intensivieren, zu objektivieren und dauerhaft zu institutionalisieren. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass immer weniger Zeitzeugen aus eigenem Erleben von damals berichten können. Und genau dies haben wir in dieser Legislaturperiode angepackt. Mit dem neuen Forschungsbereich, der an der JLU Gießen angesiedelt wird, schafft die Landesregierung die Grundlage für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Kultur und Geschichte von Vertriebenen und Spätaussiedlern. Damit sendet sie auch das Signal an die Heimatvertriebenen und ihre Familien, dass ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten soll. Der Schwerpunktbereich historische Erinnerung und kulturelles Erbe, Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945 entsteht in Kooperation mit dem Herder-Institut für historische Mitteleuropa-Forschung der Leibniz-Gesellschaft unter der Leitung von Professor Peter Haslinger. Ein sehr wichtiger Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Setzpunkt haben wir auch deshalb gewählt, weil es eben leider in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist, mit dem Themenkreis Heimatvertriebene und Spätaussiedler empathisch umzugehen. Zurücksetzungen muss dieser Personenkreis immer wieder erfahren. Jüngstes Beispiel bietet hier die neue Landesregierung in Niedersachsen. Dort wurde das Amt der ehrenamtlichen Landesbeauftragten für Spätaussiedler und Heimatvertriebene kurzerhand komplett gestrichen und der Themenkreis zum Anhängsel des Migrationsbeauftragten gemacht. Und dies ist nur ein Beispiel. Um es hier noch einmal deutlich zu sagen, Heimatvertriebene und Spätaussiedler sind schon de jure nicht mit den klassischen Migranten gleichzusetzen. Dies ist kulturell und historisch unsensibel und falsch. Dies ist kulturell und historisch unsensibel und falsch. Und auch wenn der Applaus leider von der falschen Seite kommt. Viel wird dieser Tage kommt von der falschen Seite. Viel wird dieser Tage von kultureller Sensibilität geredet. Wir in Hessen leben sie auch an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nicht nur hier werden die Spätaussiedler zurückgesetzt. Die aktuelle Entscheidung in Berlin zum Härtefall Forst zur Abmilderung von Rentennachteilen sind eine echte Enttäuschung. Nach Jahren der Verhandlungen sollen die Spätaussiedler nun von Sozialminister Heil mit einem Handgeld abgespeist werden. Wir hätten uns das anders gewünscht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen geht hier einen völlig anderen Weg. Bei uns genießen die Vertriebenenverbände, die Landsmannschaften und Spätaussiedler eine besondere Wertschätzung. Wir stellen unsere Strukturen so auf, damit der Übergang von der Erlebnisgeneration zur Bekenntnisgeneration gut funktioniert. Und dem fühlen wir uns als Hessische Landesregierung besonders verpflichtet. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Auch ich möchte nicht versäumen, noch den ehemaligen Landtagskollegen Herrn Siegbert Orkmann ganz herzlich hier auch noch zu begrüßen. Seien Sie uns willkommen. Und nun darf ich als nächste Rednerin Frau Abgeordnete Sömmes von der Fraktion Die Linke aufrufen. Sie haben das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Vertreibung von 15 Millionen Deutschen infolge des Zweiten Weltkriegs war ein epochales Ereignis in nie dagewesener Größenordnung. Dieser Satz ist dem letzten Bericht der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler zu entnehmen. Und Herr Schad hat das hier auch noch einmal bekräftigt. Meine Damen und Herren, laut des aktuellen Berichts des UNHCR sind aktuell 103 Millionen Menschen weltweit gewaltsam Vertriebene. 6,8 Millionen Syrer haben ihr Land verlassen. Fast 7 Millionen von ihnen sind intern Vertriebene. Rund 12 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen mussten ihre Heimatregion oder gar das Land verlassen. 6,1 Millionen Afghanen sind aktuell auf der Flucht. Über 4 Millionen Menschen sind im Südsudan durch den Krieg heimatlos geworden. Mehr als 4 Millionen Jemeniten sind intern Vertriebene. 1,2 Millionen Menschen haben sich gezwungen gesehen, ihre Heimat Myanmar zu verlassen. Meine Damen und Herren, das epochale Ereignis in nie dagewesener Größe erleben wir aktuell also erneut. All diese Menschen sind Heimatvertriebene, meine Damen und Herren, und viele von ihnen leben jetzt unter uns. Sie mögen keine deutsche Abstammung haben, unsere Sprache nicht von Anfang an sprechen, nicht Hans oder Marie heißen, aber auch sie sind Flüchtlinge, deren Kulturgut zu bewahren genauso eine Aufgabe unserer Gesellschaft sein sollte, wie wir es hier in Hessen angeblich so vorbildlich bei Heimatvertriebenen, Deutschen und Spätaussiedlern tun, meine Damen und Herren. Den heimatvertriebenen Deutschen kommt im Antrag, aber auch den Publikationen und Reden der Landesregierung viel Dank für ihren Beitrag beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu. Und das zu Recht, meine Damen und Herren. Ja, das zu Recht. Natürlich haben Vertriebene damals einen enormen Beitrag zur Gesellschaft beigetragen, in der wir jetzt alle leben. Und dazu sind wir natürlich zu Dank verpflichtet. Das ist richtig, meine Damen und Herren. Die Gastarbeitergeneration hat das allerdings auch getan. Die im Rahmen von Anwerbeabkommen zugewanderten und ihre Nachkommen machen nach wie vor den größten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen und bundesweit aus. Das Lob auf sie und die Anerkennung für ihre Leistung fällt allerdings meistens sehr kleinlaut aus. Viele von ihnen haben nach wie vor nicht einmal die deutsche Staatsangehörigkeit, und auf eine Landesbeauftragte können sie wohl noch sehr lange warten. Zugewanderte zu integrieren, ihnen eine Chance auf echte Teilhabe zu geben, ihren Beitrag zu unserer Gesellschaft anzuerkennen und ihr Kulturgut zu bewahren, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, meine Damen und Herren, und zwar unabhängig von der Abstammung, Nationalität und der Staatsangehörigkeit. Aber es ist halt bei den einen ist es halt schützenswertes Kulturgut und bei den anderen eben unter Umständen Integrationsunwilligkeit, meine Damen und Herren. Leider fällt jedoch auch die Bilanz der Integrationserfolge von Aussiedlerinnen und Spätaussiedlern eher zweifelhaft aus. Nicht, weil sie nicht wollten, sondern schlichtweg, weil ihnen die Möglichkeit verwehrt wurde. Vielen von ihnen, die gerade in der Hochphase in den 90er Jahren nach Deutschland eingewandert sind, wurde zum Beispiel keine Möglichkeit gegeben, ihren Berufsabschluss anerkennen zu lassen. Gerade in den frühen 2000ern war die Arbeitslosenquote unter Spätaussiedlern in Hessen deutlich höher als die von Ausländern und viermal so hoch wie die von hiesigen Deutschen. Man erkennt,
Man hat da also auch Deutsche zweiter Klasse geschaffen, meine Damen und Herren. Und nach wie vor finden sich viele von Ihnen im Niedriglohnniveau und überwiegend als Leiharbeiter im produzierenden Gewerbe wieder. Nur wenigen ist es gelungen, durch Neu- oder Nachqualifizierung mittlere Einkommen zu erzielen und zu erreichen. Noch immer müssen vor allem Hochqualifizierte nach ihrem Umzug nach Deutschland einen sozialen Abstieg in Kauf nehmen, da ihre Abschlüsse eben immer noch nicht anerkannt werden. Und das angesichts der hier so vielfach beklagten Fachkräftemangels, meine Damen und Herren, ist auch eine fragliche Situation. Und manche haben sich auch bereits kaputtgeschuftet. Die Geschichte des Vaters unserer Referentin steht hier nur exemplarisch für viele andere. Als junger Mann mit einer Elektrotechniker-Ausbildung Ende der 90er Jahre in Deutschland angekommen, landete er natürlich sehr schnell als vermeintlich ungelernte Kraft in einer körperlich belastenden Tätigkeit. Über Jahre hinweg gab es kein Wochenende, keine Feiertage. Der Vollzeitjob reichte kaum, um über die Runden zu kommen. Mit 55 Jahren scheidet er nun aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aus und muss um die Rente und die Existenz bangen, meine Damen und Herren. Menschen wie ihm ist mit Klöppelkursen und Kochrezepten eben leider nicht geholfen, meine Damen und Herren. Denn auch die Gefahr, in Altersarmut zu geraten, ist unter Aussiedlern höher als bei der deutschen Durchschnittsbevölkerung. Und dies hat absolut nichts damit zu tun, dass sie keine Leistung erbracht haben, sondern ist schlicht auf eine kurzsichtige Rentenpolitik zurückzuführen. Aufgrund dieser verfehlten Politik beziehen nun viele Spätaussiedler eine Rente unterhalb der Armutsgrenze. Und da muss man Herrn Schad recht geben, da ist eben mit einem Fonds wirklich auch nicht viel weitergeholfen. Und deswegen wird eine ideelle Förderung der Vertriebenenverbände und Landsmannschaften auch nicht reichen. Heimatstuben, Klöppelkurse sowie Festumzüge beim Hessentag mögen dazu beitragen, die Identität der Vertriebenen zu stärken und eine Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. Sie helfen ganz vielen Menschen, die aus den Vertreibungsgebieten oder ehemaligen Sowjetunion zu uns gezogen sind, aber nicht, eben nicht bei ihren konkreten Sorgen, meine Damen und Herren. Dafür braucht es ganz andere Maßnahmen, wie z.B. einen armutsfesten Mindestlohn und eine Grundsicherung, die den Namen eben auch verdient, faire Renten, bezahlbaren Wohnraum, aber auch den Ausbau der Strukturen für die Berufsanerkennung und Neuqualifizierung und auch Hilfe beim Spracherwerb für die Neuzuziehenden. Das wären doch mal Aufgaben, denen sich Ihre hochbezahlte Landesbeauftragte mal widmen könnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Yüksel von der SPD-Fraktion das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. So habe ich auch meine Heimat ohne Grund nicht verlassen. In zahlreichen hessischen Städten leben Familien, sie erzählen ihre Geschichten und Erfahrungen mit ihrem Flucht und Vertreibung. Der vorliegende Entschließungsantrag spricht davon, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu 1,8 Millionen Deutsche ihre neue Heimat in Hessen gefunden haben. Es ist gut und richtig, dass wir heute darüber diskutieren. Aber die Rituale der alten hessischen CDU im Umgang mit dem Heimatvertriebenen braucht hier im Hessischen Landtag niemand mehr. Bei Terminen bei den Vertriebenenverbänden oder dem Hessischen Landesverband des Bundes der Vertriebenen erlebe ich eine Abgrenzung nach rechts außen.
Insbesondere die hessische Führung beim Bund der Vertriebenen wendet sich konsequent gegen die Anwerbeversuche der neuen Rechten in diesem Land. Herzlichen Dank dafür, insbesondere an den Vorsitzenden Sigmar Othmann. Herzlich willkommen. Gut, dass Sie da sind. Die Vertriebenenpolitik muss aber mit ihrem Verhältnis zur Einwanderung in der Gegenwart ankommen. Ich halte Abgrenzung zwischen der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten und heutigen Migrationsströmen, wie sie die Landesbeauftragte Ziegler-Rohrstoff vertritt, für nicht richtig. Das Gemeinsame zwischen der Vertreibung der Deutschen und aktuellen Migrationsströmen, etwa aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine, ist der Verlust der Heimat. Die erleben mehr oder weniger selbe Schicksale. Die nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen wurden auch nicht überall willkommen geheißen. Wir müssen nicht so tun, als hätten sich damals alle gefreut, jetzt neue Nachbarn aus Schlesien oder Ostpreußen zu haben. Dafür höre ich auch so viele Geschichten von Diskriminierungserfahrungen aus den ersten Jahren nach ihren erzwungenen Flucht. Das gilt heute auch für die sogenannte Russlanddeutsche, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Abgeordneter Yüksel, lassen Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden Lambrou zu? Nein. Das, was die Gruppe verbindet, sind also zwei Dinge. Der Verlust der Heimat und die Diskriminierungserfahrungen. Auf diesen Gemeinsamkeiten bauen viele Hessinnen und Hessen ihre Haltung zur Einwanderung auf. Ich würde mich freuen, wenn das auch in der Regierungspolitik umgesetzt würde. Ich freue mich allerdings, dass die hessische Beauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler es vor allem als ihre Aufgabe sieht, Mittel für die Kulturarbeit der Vertriebenen bei der Landesregierung einzufordern. Krude Interpretationen der Geschichte habe ich von ihr etwa noch nie gehört. Vielen Dank dafür. Zur Wahrheit dieser Debatte gehört es aber auch, eine Personalie zu sprechen, die jahrelang die Debatten über die Vertriebenenpolitik in Deutschland vergiftet hat. Erika Steinbach. Die ehemalige Frankfurter CDU-Abgeordnete Steinbach war nie schade, die Vertriebenen für ihre Ansichten zu instrumentalisieren. So hat sie etwa das deutsche Verhältnis zu Polen nachhaltig beschädigt. Ja, es ist so. Die ehemalige Abgeordnete Steinbach ist es erst gewesen, die deutschlandfeindliche Tendenzen in der polnischen Politik Vorschub geleistet hat. Darunter leidet das deutsch-polnische Verhältnis heute. Wie so viele aus der hessischen CDU ist sie heute bei der AfD angelangt und richtet dort weiter Schaden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn es nur einige ist, reicht es auch. Die Politik der Bundesregierung wird heute auf dem Gebiet durch Nathalie Pawlik repräsentiert. Sie steht für eine neue Generation der Spätaussiedler und Heimatvertriebenen. Sie wurde 1992 in Sibirien geboren und ist im Alter von 6 Jahren als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Sie ist seit April 2022 die Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Eine kritische Bemerkung auch gegenüber meiner Partei. Ich finde auch gut, dass die SPD auch dieses Thema endlich wahrhaft auch wahrnimmt. Und deshalb würde ich auch Richtung Frau Sönmez. Es darf nicht sein, egal aus welchem Grund die Menschen hier gekommen sind, eine Gruppe gegen andere ausspielen. Und das finde ich, weil Sie nur den Leiden einer Gruppe hervorgehoben haben und der andere ein bisschen vernachlässigt haben. Ich setze, da sollte die Linke auch ihre Haltung zu den Vertriebenen auch ein bisschen deutlicher klären. Und das wäre auch nicht schlecht. Ich setze große Hoffnung darin, dass die Pawlik mit Hilfe der Vertriebenen- und Minderheitenpolitik in Deutschland zu modernisieren. Die Vertriebenen- und Minderheitenpolitik muss vom Staub der Vergangenheit befreit werden. Flucht, Vertreibung und Migration sind nicht unterschiedliche Vorgänge. Sie betreffen
alle den schmerzlichen Verlust der Heimat. Alle Neukömmlinge versuchen anschließend, die Kultur und ihre Andenken ihrer Heimat zu bewahren. Aber das gilt nur unter Beachtung des Grundgesetzes, und das ist auch unsere gemeinsame Richtschnur, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier liegt eine zentrale und aktuelle Aufgabe der hessischen Vertriebenenpolitik. Ich freue mich, dass die Regierungsfraktionen im vorliegenden Entschließungsantrag die Bedeutung des Kulturgutes herausstellen. Die neue Forschungsstelle an der Uni Gießen zur Erforschung der Kultur und Geschichte der Heimatvertriebenen begrüße ich, und das haben wir auch mitgefordert. Auch spricht sicherlich nicht gegen eine Digitalisierung der Kulturförderung. Ich finde auch gut, wenn die Kinder in der Schule auch mit dem Thema der Vertriebenen und Aussiedler auch auseinandersetzen. Und das sollte auch Teil der Curricula in der Schule sein. Ich freue mich, dass ich mit beitragen konnte, dass das Historische Museum Frankfurt am Römerberg heute ein Gegenstand mit Bezug der Vertreibung der Deutschen zu sehen ist. Herzlichen Dank an Siegbert Ortmann für die damalige Initiative und das Historische Museum Frankfurt für die Umsetzung. Eine Schürze aus Brünn repräsentiert jetzt im Museum die vielen mitgebrachten Erinnerungen der Vertriebenen. So ist die Schürze aus Brünn heute auch Teil der Vielfalt Frankfurt und wird dort ausgestellt. In der Großstadt Frankfurt, die so viele Nationen aufgenommen hat, muss auch Platz sein für ein Erinnerungsstück der Sudetendeutschen. Ja, es ist noch ausbaufähig und sollte auch noch andere Exponaten dort ankommen. Abschließend möchte ich aber noch über die Rituale der CDU sprechen. Sie sieht als Partei der Heimatvertriebenen, und nur deshalb führen wir heute diese Debatte. In der heutigen Generation ist es doch aber längst nicht mehr so, dass sich die Kinder und Enkelkinder vertrieben auf die CDU festlegen wollen. Der Vertriebenenstatus ist für viele ein Aspekt ihrer Identität. Andere, wie ihre soziale Absicherung, sind ihnen aber wichtiger denn je. Das zeigt sich auch immer wieder bei Gesprächen. Frau Siegler-Raschdorf, was wir hier brauchen, ist eine moderne Interpretation ihrer Aufgabe. Eine Zuschneidung einzig auf Heimatvertriebene und Spätaussiedler ist nicht ganz richtig. Ob dieses Parlament dauerhaft einen Unterausschuss für Heimatvertriebene und Spätaussiedler benötigt, ziehe ich in Zweifel. Dafür findet die UHB-Sitzungen zu Recht zu selten statt und dauert auch sehr kurz. Ja, weil wir auch kaum Thema haben zu diskutieren. Hauptsächlich geht es auch dann über Flüchtlinge und auch nebenbei Vertriebenen. Zu Beginn des Legislaturperiodes musste die für Heimatvertriebene zuständige Abteilung aus dem Sozialministerium schnell ins Innenministerium verlegt werden. Das hatte keine fachliche Gründe. Es ging nur darum, dass die CDU weiterhin zuständig ist und nicht der neue grüne Sozialminister. Diese Rituale der alten CDU sind unangemessen für Hessens Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wird Aufgabe der nächsten hessischen Landesregierung sein, die Vertriebenenpolitik zu modernisieren. Dafür wünsche ich uns den Mut und die Energie. Ich möchte mit einem Dank enden. Viele Vertriebenenverbände in Hessen leisten heute großartige Arbeit. Sie sind ein wichtiger Teil der hessischen Zivilgesellschaft. Danke an all die ehrenamtlichen Aktivitäten. Und Sie engagieren sehr eifrig und finde ich auch gut, dass es Sie gibt. Sie erhalten ein reiches Kulturgut und eine breite Erinnerung. Diese Arbeit verdient Anerkennung und auch natürlich eine moderne Vertriebenenpolitik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus